Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, was ihr tun könnt, wenn ihr euer Apple-ID-Passwort vergessen habt. Dazu gehen wir einmal in die Einstellungen und im Anschluss hier oben auf beim iPhone anmelden. Da gebt ihr dann ganz normal eure Apple-ID ein. Und dann stehen wir vor dem Passwort. Hier können wir dann klicken Passwort vergessen und gebe dann hier die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, mit der ich meinen Account verwende. Also ganz normal wieder die Apple-ID in meinem Fall. Dann klicke ich hier auf Fortfahren und muss nun hier meine vertrauenswürdige Telefonnummer eingeben, um fortzufahren. Da handelt es sich um diese Telefonnummer, auf die ich auch meine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführe. Das heißt, wenn ich mich irgendwo mit meinem iCloud-Account anmelde, dann bekommt ihr so einen Bestätigungscode auf eben genau diese Handynummer und die ist damit gemeint. Dann klicke ich auf Fortfahren und wenn ich dann auf Fortfahren geklickt habe, muss ich hier unten klicken, Code an, eben diese Nummer senden. Jetzt bekomme ich einen Bestätigungscode. Muss dann noch meinen ganz normalen Entsperrcode von diesem Gerät eingeben. Und dann gelange ich auch schon an den Punkt, wo ich ein neues Passwort festlegen kann. So, wenn ich das gemacht habe, klicke ich hier auf Fortfahren und schon wurde das Passwort geändert. Und ich werde auch direkt angemeldet. Das ist immer mein ganz normaler Entsperrcode, den ich auch zum Entsperren des Geräts verwende. So, und das war's dann auch schon. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen und geholfen, wenn ihr euer Apple-ID-Passwort vergessen habt, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!